Heute bin ich im Rahmen unseres Gesundheitskongresses im Gespräch mit Dr. Eugen Drewermann. Dr. Drewermann ist Theologe, Psychoanalytiker, Mitglied der Friedensbewegung und Autor zahlreicher Bücher. In unserem heutigen Gespräch wollen wir uns dem Thema nach dem inneren und äußeren Frieden widmen, aus dem Blickwinkel der Psychoanalyse, der Theologie und natürlich aus einer eigenen persönlichen Biografie heraus. Herr Dr. Drewermann, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für die Zeit, die Sie uns schenken. Ich danke Ihnen für die Gelegenheit. Gerne. Herr Dr. Drewermann, bevor wir uns der Frage nach innerem und äußerem Frieden näher widmen, ist es hilfreich, einen Blick in Ihre eigene Biografie zu werfen. Sie sind 1940 geboren in Bergkamen, einer kleinen Bergarbeiterstadt in Nordrhein-Westfalen, und haben schon als kleines Kind die unmittelbare Bedrohung, den Krieg miterlebt, die äußere Bedrohung und auch die Bombardements der Hydrierwerke in und um Bergkamen ab 1944, 1945. Wie sind Ihre Erinnerungen an Ihre Kindheit? Vielleicht sollte ich vorweg erklären mit den Hydrierwerken. Das war das Haber-Bosch-Verfahren. Und die Nazis hätten den Zweiten Weltkrieg nie beginnen können, ohne dass sie selber aus Kohle Treibstoff hätten verflüssieren können. Haber war ein Jude, der 1915 den Giftgaskrieg erfunden hat. Eigentlich war der damit beschäftigt, mal Kunstdünger herzustellen, das Nahrungsmittelproblem zu lösen. Und seine eigene Frau, Imawar, hat sich das Leben genommen, als sie sah, dass die Chemie, die Wissenschaft, das Beste, was Menschen rational, intellektuell hervorbringen können, genutzt werden soll zur Massenvernichtung. Als Jude war er für die Nazis verhasst, als Erfinder und Chemiker lebenswichtig. Die Hydrierwerke wurden viel zu spät angegriffen von den Alliierten, wenn man überhaupt der Kriegslogik folgen will. Aber auf diese Weise kam das chemische Werk von Bergkamen gegen Kriegsende 44, 45 in das Objekt der Kriegsplanung. Man wusste eigentlich nicht mehr, was man zerstören sollte. Als in den Ruinen, in den Großstädten, die nichts weiter waren mehr als große Schutthaufen, nachgezählt wurde, wie viele Opfer der Zivilbevölkerung dieser Bombenkrieg geführt hatte, von Admiral Harris gnadenlos geführt, Operation Gomorra, Juli 43 auf Hamburg, mit einer einzigen Nacht 43.000 Tote, waren die Alliierten überrascht, nur zählen zu sollen, dass das 500.000 Tote waren. Das ist ungefähr 10-mal so viel, aber im Verhältnis wie bei der Infanterie bei Angriffen. Eigentlich nicht ganz rentabel. Das moralische Problem, das mir später dann in Nachdenklichkeit zur zentralen Frage geworden ist: Wann ist ein Krieg eigentlich verboten? Weil man einen Sieg nur erringen kann, indem man über Hunderttausende von Leichen klettert. Habe ich damals als Kind nicht gesehen, aber das ist die Frage, die ich an den Krieg habe. Wie kann man Siege feiern? Lao Tse, 500 oder 300 vor Christus, konnte schreiben im Tao Te Ching: Man kann Kriege auf dem Schlachtfeld, die man gewonnen hat, nur mit einem Trauerfeier beenden. Das haben wir nie gelernt. Wir haben gelernt, es gibt richtige Kriege, gewonnene Kriege. Wir müssen verbessern die Siege, die wir gewonnen haben, indem wir sie beim nächsten Mal noch gründlicher durchsetzen. Was wäre gewesen, wir hätten 1918 gesagt, nach etwa 10 bis 15 Millionen Toten ist gar nicht zu zählen. Es kann keinen Sieger geben aus dem Wahnsinn. Wir alle haben unsere Menschlichkeit verloren. Erich Maria Remarque hat recht, wir sind zu Mördern, zu Bestien geworden. Wir haben aufgehört, Menschen zu sein. Wir haben nach 6 Wochen Training alles verloren, was mal Kultur war, von Platon bis Schopenhauer. Wir haben jeden mit den richtigen Epauletten gehorcht, wenn er sagte: Angriff. Und wir konnten mit dem Bajonett in den Unterleib des Gegners stoßen, weil er kein Mensch mehr zu sein hatte. Diesen ganzen Wahnsinn müssen wir beenden. Es hätte Hitler nie gegeben. Wir wären Menschen geworden an einer Chance, indem wir die Unmenschlichkeit begriffen hätten. Das ist, was eigentlich später nachdenklich ich über die Bombenangriffe Bergkamen gelernt habe. Wenn Sie biografisch fragen, ein Kind hat mit 4 Jahren
ein wenig die Fähigkeit zu sehen, was die Realität ist. Aber die Angst lernt man nicht aus der Realität. Sigmund Freud hat völlig recht. Angst eines Kindes ist als erstes Objektverlustangst, so hat er sich ausgedrückt. Die Liebe der Eltern zu verlieren ist viel schlimmer als alles, was sonst passieren kann. Für ein Kind sind die Eltern die Realität, zum Schutz oder zur Gefahr. Und die Eltern zu verlieren, ist identisch mit dem Öffnen des Bodens unter den Füßen. Freilich, das habe ich auch erlebt. Leute, die freundlich sind, die nett sind, mit denen man spielen konnte, denen ich Lieder vorgesungen habe im Bunker, konnten mit mal aus lauter Angst beim Einschlag der Bomben sich völlig verändern. Schreien vor Angst, in Panik geraten vor Angst. Und sie konnten hasserfüllt werden. Wenn wir da oben einen kriegen, sollte heißen, wenn es der Flak, die damals mit 16-Jährigen bestückt war, gelingen würde, einen der alliierten Bomber bei Tage, also die Amerikaner, abzuschießen würden, war in Lünchen. Es waren dieselben friedlichen Menschen, Nachbarn, gute Menschen, die in Angst sich so verändern konnten, dass ich heute noch sicher bin, die würden das gemacht haben. Wäre einer lebendig abgeschossen und am Boden wieder angekommen von den Alliierten, die Bevölkerung hätte ihn hingerichtet. Voller Hass. Wie kann man das tun? Kinder, Frauen in den Bunkern töten. Unbekannte. Wir doch haben denen nichts getan. Man dachte nicht daran, dass die Deutschen gerade im Krieg sind, in einem, der alleine 27 Millionen Russen, Sowjetbürgern, das Leben kosten wird. Man sah sich als private Person und dann in dieser Auseinandersetzung. Das ist eigentlich mein Thema geblieben. Aus lauter Angst können Menschen ihr ganzes Wesen verändern und aus der Nettigkeit, der bürgerlichen Güte, dem Zusammenleben, der Friedfertigkeit, dem Spielen unglaubliche Aggressionen entfalten, und zwar mit bestem Gewissen, ohne jedes Schuldgefühl. Wie ist das möglich? Das wollte ich eigentlich später über die Theologie, über die Psychoanalyse herausfinden. Wie werden Menschen so? Und was kann man machen, um friedfertig so zu werden, dass es in Herausforderung Gültigkeit besitzt? Die ganze Erlösungslehre des Christentums scheint mir dieser Frage gewidmet zu sein. Und dann kann man die Formen der Angst natürlich endlos variieren. Im Kern immer noch, es geht darum, um Liebe und Verlust, um Akzeptanz und verstoßen werden. Das ist im Hintergrund der ganzen menschlichen Geschichte das zentrale Thema in meinen Augen. Und wer das nicht versteht, begreift die Botschaft Jesu nicht, begreift sich selber nicht, versteht das, was staatliche Politik macht und noch viel weniger, was sie machen sollte. Wir sitzen in der Falle. Sie lesen in den Geschichtsbüchern und Sie finden vom Faustkeil bis zur Atombombe eine einzige Entwicklung. Wie kann man Waffen immer abscheulicher machen, Angriffstechniken immer zerstörerischer machen, Menschen immer tiefer noch drillen. Mit Remark, wir sind Mörder geworden, Bestien. Und jeder Staat der Welt hat seinen Kasernenhof. Kein Staat erlaubt sich nicht, 18-Jährigen beizubringen, wie man effizient in Staatsauftrag tötet. Selbst wenn Papst Franziskus sagt zum Ukraine-Krieg, die Soldaten gehen jetzt hin und töten ihre Mitbrüder, hat er das nicht zu sagen. Er soll beten und die Klappe halten, steht in einem Zeitungsmagazin, das in Hamburg erscheint. Er versteht nichts von Politik. Er konnte sogar sagen, das, was da passiert, haben wir mitverschuldet. Verstehen Sie dann Krieg als etwas, was so lebensbedrohlich ist, so tiefe Ängste weckt, Verlustängste, Bedrohungsängste, dass jeder normale Mensch sozusagen so böse werden kann? Auch was vielleicht Hannah Arendt auch als Banalität des Bösen eben beschreibt, dass es ganz normale Mitbürger sein können, von denen man es gar nicht erwartet hätte. Aber wenn eben diese Ängste nur stark genug aktiviert, stark genug getriggert werden, dass sie dann zu solchen, zumindest in Worten, zu solchen Taten möglich wären. Es wird ein bisschen kompliziert. Wenn Menschen große Angst haben und um ihr Leben fürchten, werden sie geneigt sein, sich zu verteidigen mit allen Mitteln. Moralisch bewertet mag man das als böse bezeichnen, aber das Entscheidende schon mal ist die Einteilung von Gut und Böse.
ist dem Problem nicht gewachsen, sie ist einfach falsch. Womit wir es zu tun haben, ist im Grunde was anderes. Die Staaten müssten keine Angst haben voreinander, aber sie schüren die Angst, um ihre Rüstungspolitik und Kriegsstrategie zur Machtausdehnung zu rechtfertigen. Sie setzen die Bürger in Angst. Seitdem ich herangewachsen bin, also sagen wir mit etwa 12 Jahren, habe ich gelernt, dass Deutschland die Freiheit verteidigt wird in Korea, Konrad Adenauer. 52, 7 Jahre nach dem Desaster des Zweiten Weltkriegs hatten wir den EVG-Vertrag, Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Sie müssen sich das vorstellen. 7 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sollte Westdeutschland wieder dabei sein, in Kriegsformation Russland zu bekämpfen. Der Plan ist noch verrückter. Nach 1945 konnte Churchill feststellen, dass man das falsche Schwein geschlachtet hat in Hitler. Stalin wäre dran. Und die Deutschen waren doch 40 Kilometer von Moskau, mit denen ist es doch zu machen. Die Bundesrepublik Deutschland 1949 wurde gegründet zu diesem Zweck, als Plafond oder Glacis im Angriffskrieg gegen Russland. Das war die Ratio facti. Und nur so habe ich erlebt, dass jeden Tag der Russe kommen konnte. Nicht wir waren die Kampftruppen, sondern immer kam der Russe. Stalin hatte den eisernen Vorhang runtergelassen, aber er hatte große Angst in der Außenpolitik. Jörg Friedrich beschreibt das, wie es im Koreakrieg zuging. Der Einsatz der Atombombe war für Stalin ein Albtraum. Er war innenpolitisch aufgrund seiner Angst ein Diktator, aber außenpolitisch äußerst zögerlich. 1952 kam das Schreiben von Stalin, nicht aufzurüsten, neutral zu bleiben militärisch. Es wurde im Bundestag gar nicht diskutiert, die Amerikaner wollten es nicht. Und so ging das Schlag auf Schlag. 3 Jahre später waren wir soweit. Die EVG war schon 1952 durchgekommen in Deutschland, im deutschen Parlament. Hätten nicht die Franzosen gesagt, das haben wir schon erlebt. Soldateska östlich des Rheins können wir nicht gebrauchen. Wird uns gefährlich. Die Amerikaner wollten genau das. Und immer kam der Russe. Was mich jetzt entsetzt, ist, dass wir eine Wende erleben und es ist in Wirklichkeit ein Salto Mortale in die Vergangenheit. Schon wieder kommt dauernd der Russe, schon wieder will Putin ein Imperium. Dass die Amerikaner von Anfang an nichts anderes wollten als ein Imperium, darf man das noch sagen? Insofern ist Ihre Antwort auf die Frage nach der Angst schwierig zu geben. Es ist ein Herrschaftsinstrument. Eine strategische Taktik. Sie wird gebraucht zur Machtausdehnung. Sie ist die Rechtfertigung für irrsinnige Rüstungsausgaben. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben einen Haushalt von 750 Milliarden Dollar Rüstung jedes Jahr. Das ist so viel wie die 9 nächsten Rüstungsstaaten. China, Russland, Frankreich, England, Deutschland, alles zusammen. Allein die USA. Sie haben über 750, glaube ich, oder sind es in der Zahl, Militärstützpunkte. Russland hat, glaube ich, 35, wenn man es vorsichtig zählt. Das steht in keinem Vergleich. Aber wir sind bedroht. Nicht wir bedrohen die anderen. Wir müssen dauernd Angst haben um unsere Freiheit und können das nur, wenn wir aufrüsten. 100 Milliarden spricht Herr Scholz für Rüstung aufgrund von Ukraine. Das ist ein Propagandamittel, mit dem man Angst instrumentalisiert, um Angst zu verbreiten. Und dann sind wir jetzt bei dem eigentlichen Thema. Die ganze menschliche Geschichte zeigt, dass unsere Reaktion auf die eigene Angst darin besteht, den potenziellen oder realen Gegner selber Angst zu machen. Die Strategie der Abschreckung, Angstverarbeitung durch Angstverbreitung ist das Einzige, was in der ganzen menschlichen Geschichte, seitdem es Staaten gibt oder größere Gruppierungen, befolgt wurde. Und es ist ein Teufelskreis, aus dem wir endlich herauskommen müssen. So führt es nie zu Frieden. Die ganze Botschaft des Neuen Testamentes ist, Frieden kann nicht kommen durch Politik der Stärke, der Bedrohung, der Aggression, des Größerseins, des Stärkerseins, des Grausamerseins, des Rücksichtsloserseins. Das ist eine Paranoia, ein Irrsinn. Eine Gummiwand, vor der wir endlos selber immer wieder laufen und die Tür zum Ausgang nicht finden aus dem Irrenhaus. Das könnte nur darin liegen, indem wir uns mal interessieren für die Angst, die der andere vor uns hat, weil wir sie ihm machen, indem wir Angst vor ihm haben. Es wäre doch möglich zu sagen, ich will dir doch überhaupt nichts. So ein Gespräch hat es wirklich mal gegeben zwischen Brezhnev und Helmut Schmidt. Es ging um die Dislozierung der Pershing II.
Und Brezhnev sagte, das macht mir Angst. Wenn ihr die Raketen stationiert, wird es gefährlich für uns und dann handeln wir ähnlich. Und Schmidt sagte, ja, das kann ich verstehen mit der Angst. Das haben wir auch. Wir sind das dichtbevölkerste Gebiet in Westeuropa. Wir haben Angst vor den russischen Raketen. Was für eine Chance zu sagen, wir hören mit dem Irrsinn auf. Wir bedrohen uns überhaupt nicht mehr. Aber dann hätte man gegen die Amerikaner handeln müssen. Man hätte den Plan vorweggenommen, den Gorbatschow 1989 vorgelegt hatte. Wir beenden nicht nur den Kalten Krieg, sondern überhaupt den Krieg. Wir machen eine militärisch entflochtene Zone vom Ural bis zum Atlantik. Wir konvergieren ungeheure Mittel, wissenschaftliche, technische, wirtschaftliche, humanitäre, für die Lösung der wirklichen Probleme. Wir haben für die Flüchtlinge in Nordafrika 2 Millionen ungefähr, die nicht wissen, wohin. Kein Geld. Für Flüchtlinge auf Samos, kein Geld. Für Ertrinkende im Mittelmeer, kein Geld. 100 Milliarden zum Töten von Menschen müssen wir haben sofort. Wir müssen neue Kampfbomber haben. Gerade die Deutschen und Franzosen zusammenbauen das Future Air Combat System, ein integrales Flugsystem, in dem digital und konventionell getötet, abgefangen, kontrolliert am Boden eingesehen werden kann. Das müssen wir haben bis 2030 zur Sicherheit. Wann lernen wir mal, dass sicher einzig ein Mensch ist, dem wir Vertrauen haben und dem wir so begegnen, dass wir selber ihm vertrauenswürdig sind? Kant kann das schreiben. Da sind wir noch im 18. Jahrhundert. Wer rüstet, hat an seiner Grenze einen Nachbarn, der sich fürchtet. Der wird auch rüsten. Und irgendwann hat man so viel für Rüstung ausgegeben, dass man sich nur lohnend leisten kann, indem man wirklich Krieg führt. Montesquieu hat das gesagt, ganz Europa rüstet so, dass wir am Ende nur noch Waffen und kein Brot mehr haben. Das ist alles uralt. Und im Neuen Testament findet man den Einzug Jesu in Jerusalem auf einem Esel. Ein lebendiges Zitat nach dem Propheten Sacharja: Käme wirklich jemand von Gott, um die Welt zu ordnen, wäre die erste Maßnahme, die Bogen zu zerbrechen und die Kriegswagen zu verbrennen. Abrüstung, einseitig, eine Schockwelle des Vertrauens wäre der Anfang des Friedens. Anders kann er nicht kommen. Was ich den Regierenden wirklich vorwerfe, ist, dass sie das längst wissen können. Und wieso eigentlich nicht jeder Mann und jede Frau, Kinder untereinander wissen, dass das nur so geht. Man muss miteinander reden, man muss die Gefühle des anderen verstehen, man muss sich in ihn hineinversetzen. Warum müssen das die Leute, die uns vertreten, in Regierungsauftrag sich wähnen, abweichend von der Moral, die jeder der Bürger im zivilen Leben beherrscht? Wieso haben wir Regierungen, die erklären, jetzt ist Kriegszustand? Wenn wir das aus der Psychoanalyse betrachten, ist es ja so, dass Traumatäter Traumaopfer produzieren. Und auch eben diese Traumaopfer selbst irgendwann im Lauf ihres Lebens wieder zu Traumatätern werden. Also schon etwas, was über mehrere Generationen sich fortpflanzt und ja auch ein unbewusster Prozess ist, es sei denn, man schaut da zusammen mit einem Therapeuten da vielleicht drauf, um auch eben Dinge auch dann selber auch zu verstehen. Lassen Sie uns vielleicht mal von der politischen Ebene mal auf die persönliche Ebene mal gehen. Nochmal zu der Traumatheorie. Ja. So einfach ist es nicht. Es ist richtig, dass jeder Schock, jedes Leid, jede nicht zu bewältigende Situation sich eingreift. Nicht nur in die Seele, sondern sogar in das Körpergedächtnis. Und entsprechend in Flashbacks bei ähnlichen Situationen augenblicklich wieder vor Augen tritt. Deshalb ist die Psychotherapie sehr wichtig, um es nachzubehandeln, um die Mechanismen, die im limbischen System sind, irgendwann vom präfrontalen Kortex kontrollieren zu können, dass man nochmal geistig Stellung nimmt zu dem, was man brutal erleben musste. Es ist aber kein einfacher Mechanismus, in dem das, was einem zugefügt wurde, jetzt augenblicklich sich in eigene Handlungsbedürfnisse kanalisiert. Es gibt eine Scheu vor dem Ganzen. Man wird sich nicht ohne weiteres dafür gefügig machen, das selber zu tun.
Ein relativ normaler Reflex ist das Revanchebedürfnis. Der soll jetzt leiden wie ich auch. Dieses Schwein, da bin ich gegen. So ja. Aber das ist was anderes, ob man das selber exekutiert oder nur herbei wünscht. Wünsche sind vielfältig, bedürfen noch der eigenen Kontrolle, sind weit davon entfernt, Planungen für das eigene Handeln zu sein. Viele Leute, die traumatisiert sind, haben eine große Scheu vor Gewalt, weil sie sie halt erlebt haben. Hindert nicht, dass sie gewalttätige Fantasien haben. Das muss man sehr unterscheiden. Die Thematik aber bleibt zentral und zu wünschen wäre, dass eine begleitende therapeutische oder zwischenmenschliche Erfahrung dahin führt, auch über das Trauma hinwegzukommen. Eines Tages so darüber nachzudenken, dass der sogenannte Täter auch ein Mensch ist mit einer Vorgeschichte. Das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Ich schreibe gerade drei Bände über Du sollst nicht richten. Mir scheint, dass Strafrecht und Kriegsrecht die zwei Brennpunkte der Ellipse sind, die wir Staat oder Politik und Öffentlichkeit und Gesellschaft nennen. Gewalt nach draußen wie nach drinnen, zur Sicherheit, zur Kontrolle, zur Wehrhaftigkeit, im Kampf gegen das Böse. Aber sobald wir gegen das Böse kämpfen, machen wir alles falsch. Das steht wirklich in der Bergpredigt. Leistet dem Bösen keinen Widerstand. Zwingt euch nicht in den Kampfmodus gegen das Böse. Wie soll denn das weitergehen? Putin ist der Böse. Also müssen wir Waffen in die Ukraine. Wir müssen, ich zitiere die Außenministerin, Russland ruinieren. Durch Krieg. Also brauchen wir einen sehr langen Krieg mit sehr vielen Toten, einen aufreibenden Krieg. Nicht um irgendwelche Menschen zu retten, sondern um Macht auszudehnen. Da sind wir bei. Das Allerschlimmste dabei ist, wir kämpfen gegen das Böse, indem wir selber die Partei des Guten zu sein, uns einreden. Jeder Krieg wird so geführt. Erasmus von Rotterdam konnte um 1520 in der Klage des Friedens genau das sagen. Wo denn, wenn gekämpft wird, wird nicht jede Partei der Kombattanten ihre Sache für die richtige erklären? Weil man sich am Verhandlungstisch nicht einigen kann über das, was richtig und rechtens ist, führt man ein Gottesurteil herbei, in dem das Schlachtfeld dem brutaleren, effizienteren Mörder das Recht zuspricht, immer schon Recht gehabt zu haben. Das ist nicht nur Siegerjustiz, das ist das Ende aller menschlichen Erwartungen, man könnte im Frieden sich einig werden. Wenn man stark genug ist, braucht man keinen Frieden, sondern kann den Krieg sich leisten. Und hat dann ja recht, weil man gesiegt hat. In welcher Welt existieren wir denn dann? Das alles ist so wahnsinnig, dass man nochmal beginnen muss an der Wahrheit der Bergpredigt, gegen das Böse kämpfen. Macht aus den vermeintlich Guten die noch schlimmeren Bösen. Denn sie müssen alles, was an Zerstörung, an Destruktion trainiert, geübt, hergestellt, fabriziert werden kann, instrumentalisieren in der eigenen aggressiven Praktik. Sie besiegen das Böse, indem sie selber als die Siegreichen noch viel böser sind. Sie treiben den Teufel vermeintlich in die Hölle und machen dabei die ganze Welt zum Hölle. Kämpft nicht gegen das Böse. Die Alternative, die Jesus vorschlägt, ist, sucht doch mal zu verstehen, was ihr im anderen vor euch habt. Wenn jemand einen Hund hält, der manchmal bissig ist, und er hätte den Hund ein bisschen gern, wird er sagen, das ist ein Wadenbeißer, der Hund hat nur Angst. Wenn ich ihn ordentlich behandle, wenn ich ihm streichle, wenn ich ihm zeige, die anderen wollen dir doch gar nicht, so wenig wie ich selber. Guck mal, wir gehen jetzt auf die Straße und keiner tut dir was. Wenn er das lang genug lernt, wird er kein Wadenbeißer sein, sondern ganz, ganz freundlich und friedlich mich anfangen zu beschützen vor vermeintlichen Feinden, die ich gar nicht sehe, die aber ihm sind, um zu zeigen, dass er ein treuer Hund ist. Warum können wir Menschen mit Tieren so verfahren, aber nicht untereinander? Das Böse ist nicht das Böse. Es sind Ängste, die gute Absichten des anderen ins Zerstörerische drängen. Die Frau, die da im Bunker sagt, ich werde ihn ermorden, wenn ich ihn nur finde, will eigentlich ihre Kinder schützen. Sie hat ein Muttergefühl von Verantwortung und will eigentlich nur sagen, ich will, dass meine Kinder leben. Aber unter absurden Umständen und voller Angst kann sie potenziell zur Mörderin werden. Wenn, ja. Leistet dem Bösen keinen Widerstand. Anders geht's nicht. Ich kann es
mit Mahatma Gandhi sagen, es gibt keinen Weg zum Frieden. Der Friede selbst ist der Weg. Will sagen, wer nicht daran glaubt, dass der andere friedfertig ist und nach Wegen sind, ihn dazu zu machen im Gespräch. Wer nicht an die Möglichkeit des Friedens ernstlich glaubt und den Krieg für unmöglich erklärt, für unvereinbar mit seiner eigenen Person, der wird nie da ankommen. Aber das ist das Entscheidende. Ich wollte noch dabei sagen, die Friedensbewegung, die Sie eingangs erwähnten, hat, soweit ich sie kenne, von Protestbewegung zu Protestbewegung denselben Fehler wiederholt. Sie hat Angst gemacht, um Leute auf den Marktplatz zu treiben. 1991 beim ersten Golfkrieg, Tausende waren da in der Angst, was alles jetzt passieren kann. Die Amerikaner hatten, glaube ich, 400 Atombomben im Golf auf ihren Flugzeugträgern. Es war möglich, wirtschaftlich riesige Katastrophen anzurichten, die Erdölversorgung, alles Mögliche. Man hatte Angst. Die Wahrheit ist jesuanisch. Solange du Angst hast, wirst du auch Aggression haben. Du musst dich in dich selber gründen in Vertrauen. Das ist politisch vielleicht nicht vom Himmel zu holen. Deshalb ist die Religion so wichtig. Du brauchst eine absolute Grundlage deiner Existenz, um auf das sogenannte Böse nicht selbst mit Bosheit reagieren zu müssen. Mahatma Gandhi konnte sagen, wir können zur Friedfertigkeit nicht verängstigte Persönlichkeiten gebrauchen, sondern solche, die in sich selber ruhen, mit sich identisch sind. Satyagraha war seine Formel. Ein Leben in Selbstidentität, in innerer Wahrheit. Krieg ist nur möglich mit Lügen, mit Hinterhältigkeit, mit Überraschungseffekten, mit Gemeinheiten, mit allem, was schmutzig ist. Frieden kann nur kommen bei Leuten, die es ablehnen, sich darauf einzulassen. Widerstehe dem Bösen nicht. Steh darüber. Fühl dich unbedroht darüber. Behalte, was du selber bist. Lass dir die eigene Identität nicht durch Angst wie beim Erdbeben ins Wanken bringen. Bleibe, wer du bist. Glaube an Gott und an dich selber. So wäre Frieden. Ich glaube, das ist heute für viele Menschen schwerer denn je, weil ja die Informationen, die von außen ständig auf uns hineinströmen, ob über Politik oder Medien und auch neue soziale Medien, uns ja nicht nur permanent ablenken, sondern ja auch eben Dinge erzählen, wie wir selber auch nicht nur zu denken, sondern auch zu handeln haben. Und ganz in richtig. Solchen Zeiten ist es natürlich sehr schwer, wenn man dann versucht, den anderen zu verstehen. Verstehen ist ja heutzutage gar nicht mehr gewollt anscheinend. Das ist ganz wahr. Das hat zwei Gründe. Das eine ist als Phänomen beschreibbar. In Zuständen der Angst, die real bedingt oder künstlich geschaffen werden, wird jede Gruppe sich zusammenatmen und zusammenrotten, damit sie gemeinsam stark sind, auch der Bedrohung standhalten zu können. Ein anderes ist noch, dass die verpflichtend gewordenen Narrative vorgeben, was wir zu sagen haben, zu denken haben, wie wir moralisch zu fühlen haben. Dass wir nämlich die Guten sind und die Verteidiger der Freiheit und Drogen, die Diktaturen, die gemein und Joe Biden, Putin ein Mörder. Wie will man mit Menschen reden, die man anklagt, zu einem Kriegsgericht, zu dem man selber gar nicht gehen wird? Die Amerikaner haben Den Haag nie unterschrieben. Kein amerikanischer Soldat kommt als Kriegsverbrecher zum entsprechenden Gericht. Amerikaner sind exempt. First. Die Russen haben es auch nicht unterschrieben, eigentlich nur als Quittung. Aber wer gibt einem Menschen das Recht, den anderen vorweg zu verurteilen, wenn er nicht will, dass es eskaliert, zum eigenen Vorteil, weil er sich leisten kann? 750 Milliarden Dollar gegen ungefähr 80 Milliarden Dollar in Russland. Wenn das der Vergleich ist, können wir uns die Kriege leisten. Und so sind wir denn dabei. Und dann müssen wir aber erzählen zur moralischen Rechtfertigung, dass wir die Guten sind. Nur das Gute meinen. Wie lange Menschen sterben müssen jetzt in der Ukraine? Putin wird in die Knie gezwungen werden. Russland finanziell, wirtschaftlich ruiniert werden. Und dann haben die Amerikaner den ersten Teil schon mal erledigt. Russland ist kein Konkurrent mehr. Verhindert haben sie auch, dass es eine Wirtschaftsgemeinschaft geben könnte, von Lissabon bis Vladivostok.
eine eurasische Wirtschaftsgemeinschaft ist, aber musste man sein gegen Nord Stream 2. Von vornherein. Heute leisten wir uns, dass wir Flüssiggas erst einmal einkaufen, transportieren, in Terminals speichern müssen, ist viel teurer. Aber Amerika hat es geschafft. Von Putin dürfen wir nicht mehr aus der Hand fressen. Die Angst von Brzezinski steht dahinter. Amerika kann nur Weltmacht sein, wenn sie wirtschaftlich nicht einen so machtvollen Konkurrenten wie Europa West und ganz Russland hat. Das ist die eine Zone. Die nächste wird schon aufgebaut im Pazifik gegen China. Da haben wir gerade AUKUS, das ist Amerika, Australien, UK, Großbritannien, Taiwan, Japan. Geht doch. Der gesamte pazifische Raum als Aufmarschgebiet gegen China. Die beiden müssen ausgeschaltet werden. Mit einem Wort, solange ich hier sitze und lebe, werde ich Frieden nicht mehr erleben, weil es ihn gar nicht geben soll. Was es geben soll, ist eine Machtergreifung global für Amerika, die nach dem sogenannten Kalten Krieg sich vorkam als das Ende der Geschichte, als die einzig siegreiche Großmacht. Und nun müssen sie aufräumen, was da noch Schwierigkeiten macht. Nur das ist der Vorwurf von Putin. Der hat gebettelt noch 2006 bei der Sicherheitskonferenz in München und gewarnt vor einem Kalten Krieg. Dann schrieb die deutsche Presse Putin Doppelpunkt Kalter Krieg, als wenn er der Hetzer dafür wäre. Man will es nicht. Das ist die simple Wahrheit. Also müssen wir vom Narrativ abweichen, aber damit macht man sich sehr unbeliebt. Das Narrativ ist das bürgerlich Verpflichtende. Wer davon abweicht, kriegt alles, was man mit Querdenkern heute verbindet, aufs Haupt gehauen. Querdenker war vor 20 Jahren noch ein achtenswerter Begriff. Es gab eine Buchreihe im Goldmann Verlag, hatte ich selbst ein Büchlein. Querdenker. Das waren Leute, von denen man dachte, die sind eigenständig, die sind nicht ganz beeinflussbar, nur die haben ein eigenes Gewissen, eine eigene Person. Heute ist das ein Kampfbegriff. Das ist verleumderisch, das ist nicht treu, das ist ungläubig gegen der Staatsautorität, das ist eigentlich gesponnen. Das sind Leute, die folgen Gedanken, die man nicht zu haben hat. Früher hätte man gesagt, das sind die fünfte Kolonne Moskaus, das sind die nützlichen Idioten Stalins, das kenne ich alles noch aus der Jugend. Heute höre ich Querdenker. Antisemitisch, das kann man auch verwenden, hat überhaupt nichts miteinander zu tun, aber Reichsbürger, man ist antidemokratisch. Nur wenn man sagt, ich möchte aber Frieden, ich möchte, dass Deutsche und Russen sich zusammensetzen. Da warte ich, seitdem ich auf der Erde bin. Die Wiedergutmachung für 27 Millionen, die wir Deutschen ermordet haben. Wo bleibt die Wiedergutmachung? Das ist Vierfache der Shoah. Nichts, gar nichts. Der Russe kommt. Seitdem ich lebe, ist der Russe unser Feind. Sowas entsetzt mich. Vor allem, weil es inzwischen geglaubt wird, verpflichtend ist, weil wir in keiner Zeitung noch was anderes lesen. Und man sieht sogar, wie es gewachsen ist, von 2014 spätestens bis heute. 2001 konnte Putin noch im Deutschen Bundestag reden, auf Deutsch im Übrigen. 2005 in Kaliningrad, Königsberg, die Heimatstadt Immanuel Kants, konnte Schröder, dessen Namen man heute gar nicht mehr gebrauchen darf, auf den Stufen der Universität stehen, gegenüber des Denkmals von Immanuel Kant, gestiftet von Marion von Dönhoff, und ungefähr 300 Meter weiter von einem kleinen Museum aus den Gefechtsständen, mit der man die Festung Königsberg zu verteidigen gedachte gegen die Rote Armee. In dem Museum wird Deutsch und Russisch gesprochen, Befehle noch, damit man ein bisschen sich einfühlt in die Situation von damals. Putin und Schröder gegenüber dem Denkmal von Immanuel Kant in der Universität von Königsberg. 2005 waren bereit, sich den Frieden zu versprechen. Schröder adoptierte damals mit seiner Frau russische Kinder. Nord Stream 2 wurde eingerichtet, eigentlich als Bündnis des Friedens. Sogar Steinmeier hat das bis vor einem halben Jahr noch für möglich gehalten. Wir dürften das nicht aufgeben, das war ein Friedensband. Es geht nur um Wirtschaft, aber eigentlich um unendlich viel mehr. In dem Dom, neben dem Immanuel Kant begraben wurde, oder vielmehr, wo sein Denkmal oder sein Grabmal steht, hat Putin eine Konzerthalle eingerichtet. Das war die Hoffnung, Deutsche kämen nach Königsberg, einem der Ursprungsorte ihrer eigenen Kultur. Das hat alles nicht zu sein.
ein Fehler, wird uns jetzt beigebracht. Die ganze Friedenspolitik mit Russland war ein Fehler, den wir bereuen und wieder gut machen müssen durch Aufrüstung, durch Stärke, durch Gemeinsamkeit in der NATO-Ausdehnung. 1989 hatten wir 16 Mitglieder, jetzt haben wir 30. Inzwischen kommen gerade zwei dabei, Schweden und Finnland. Georgien und Moldawien sind auch schon mal im Köcher. Das soll so weitergehen. Und dann sagen sie, wir haben Angst. Aber wir haben sie nur, weil wir sie haben sollen, um eine Machtausdehnung zu rechtfertigen, die nur einen einzigen Grund hat. Den Wahn, nur der Mächtige sei etwas wertvoll und die Wirtschaftskraft, die wir hätten, unendlich. Wir beherrschen die Welt. Das ist ein Bibelwort. Viertes Kapitel bei Matthäus und bei Lukas gibt es eine Szene, wo der Teufel kommt und Jesus anbietet. Weltherrschaft kann er haben. Er zeigt ihm alle Reiche der Erde. Jemand, der mal die Welt in Ordnung bringen könnte, unser Traum, wäre jemand, der mit Vernunft, Weisheit und moralischer Integrität die Zügel der Macht in die Hand nehme. So was könnte Jesus sich vorgestellt haben. Was macht man mit einer Welt, die so blutig, verrückt, irrsinnig verschmerzt ist? Wie kann man die heilen? Wäre es nicht richtig, man setzte sich an die Stelle von Kaiser Augustus, dem hatte man gerade einen Altar des Friedens gebaut. Mussolini übrigens hat den restauriert. Passt alles ineinander. Die Bibel sagt, es ist die Versuchung des Teufels. Alle Welt, alle Reiche der Welt liegen dir zu Füßen. Um einen einzigen Preis, du musst vor mir niederfallen und mich anbeten. Soll heißen, du kannst ganz schnell an die Macht kommen. Du musst nur Geld scheffeln, du musst Machtstrukturen, Netzwerke, Klientel haben, Sponsoren gewinnen. Schon in den amerikanischen Senat kommst du nur, wenn du ein paar hunderttausend vorlegst oder sogar Millionen. Und die Leute, die dich damit ausgestattet haben, wollen natürlich, dass du ihre Politik machst. Die Lockheed-Werke haben noch nicht genug verdient. Da musst du behilflich sein. So kannst du alle Macht der Welt haben. Aber du bist völlig ohnmächtig, du gehörst nicht mehr dir selber, du bist ein verführter Ausgelieferter. Du hilfst im Übrigen nicht den Menschen, sondern nur dem eigenen Größenwahn aus Minderwertigkeitsgefühlen. Du möchtest geliebt sein, aber in Wirklichkeit wirst du im schlimmsten Falle nur gefürchtet und gehasst. Im besten Falle kriegst du Nachruf im Geschichtsbuch. Das ist so viel wert wie der Arc de Triomphe in Paris, Napoleon, all seine Siege. Tolstoi, ein Russe war es, der ihn einen Massenmörder nannte. Kann man haben. 600.000 Mann der Grande Armee. Aber Napoleon ist groß, natürlich. Wann kommen wir von dem Spuk herunter? Macht, Geld, Größe, Power. All das hilft uns weder zu uns selber noch zu Gott. Es hilft uns nicht zur Menschlichkeit und es hilft uns nicht zum Frieden mit uns selber und den Menschen an unserer Seite. Einen anderen Weg gibt es nicht, als Angst zu überwinden durch Vertrauen. Und dann sind wir bei einem tiefen psychologischen Problem. Wann gewinnen wir mal das Vertrauen, dass man so etwas wie uns für berechtigt halten könnte? Wir dürften wirklich leben. Nicht, weil wir ein Recht darauf hätten, aber weil es gut ist, dass es uns gibt. Eine Stimme in uns sagte, es muss dich nicht geben, aber für mich muss es dich geben. Ich bin froh, dass es dich gibt. Mit einem Wort, ich liebe dich. Es wäre die Endbotschaft gegenüber der Todesgefahr, die aus der Angst erweckt. Gabriel Marcel konnte mal sagen, jemanden lieben, das bedeutet ihm zu sagen, du kannst nicht sterben. Ein wunderbares Wort. Wenn das nicht gilt, können wir die Bibel aufschlagen, gleich im vierten Kapitel der Genesis, die Geschichte von Kain und Abel. Das beschreibt, was ich als Politik in jeder Zeitung lese, abseits allerdings vom Narrativ, dass jemand, der sich verstoßen fühlt als Kind Adams und Evas, beide, Kain wie Abel, sie sind nicht gemocht. Sie kommen sich vor als Schuldige. Sie leben auf einer Erde, die unter ihren Füßen brennt und sich verweigert. Sie suchen nach einer Rechtfertigung zu sein. Und ihnen fällt ein, sie können Opfer bringen, sie können tüchtig sein, sie können Leistung zeigen, sie können das Beste, was sie tun, nicht einmal für sich selber zum Konsum brauchen, sondern einem zweideutigen Hintergrund der Welt auf den Altar legen und verbrennen.
nur um akzeptiert zu werden. Eigentlich machen das alle Menschen in Angst und Selbstunsicherheit. Wenn ich doch alles mache, wenn ich sogar auf Genuss verzichte, wenn ich nur noch opfere, wenn ich Nutzen hecke, wenn ich die Frage, warum lebst du, damit beantworte, dass ich den Industriestandort Deutschlands im Konkurrenzvergleich mit den Chinesen wahre und rette. Ich studiere doch gerade digitale Technik, um das zu tun. Ich opfere meine ganze Jugend. Ich möchte nur produktiv, tüchtig, um anerkannt zu werden, um leben zu dürfen. Dann sind wir bei der Geschichte von Kain und Abel. Gleich nebenan ist jemand, der macht das noch viel besser. Also um so zu sagen, es gab mal die Transaktionsanalyse, ist auch heute noch theoretisch denkbar und praktisch gehandhabt. Da lautet von Harris, was heißt Frieden? Ich bin okay und du bist okay. Das muss man jetzt sehr kompliziert auslegen, um es richtig zu verstehen. Es ist nicht so simpel, wie es klingt. Aber das Vertrackte ist, wir schauen immer auf den anderen. Der mag ja okay sein. Aber dann lernen wir nicht nur in der Wirtschaft Schumpeters Gedanken von der kreativen Zerstörung. Selbst wenn er gut ist, stehe ich in der Pflicht, besser zu sein. Und das Bessere ist der Todfeind des Guten. Konkurrenz in Angst. Und schon haben wir das Problem von Kain und Abel. Der eine scheint anerkannt, unverdientermaßen höchstwahrscheinlich. Man hätte es genauso verdient. Aber er steht im Licht und er wirft seinen Schatten auf meine Existenz. Also verhindert er das, was ich haben will, Anerkennung. Und schon sind Leute, weil sie es ganz gut meinen, weil sie alles tun, nicht weil sie böse sind, aber weil sie in Bosheit geraten, im Konkurrenzdruck des Vergleichs in Minderwertigkeitsgefühlen bis hin zum Mörderischen. Die Tragödie von Kain und Abel wiederholt sich im Einzelnen zwischen den Staaten eigentlich permanent. Und daraus gäbe es jetzt nur in Antwort auf die Angst, die da drin steckt, ein Vertrauen, das dem anderen zeigt, er ist berechtigt. Und das Allerwichtigste wäre jetzt, zum Frieden zu kommen, indem er sich abgewöhnt, auf den anderen als Vergleichsmaßstab zu schauen. Er muss nicht wie der andere sein. Kain wird niemals sein wie Abel, aber wenn Gott das gewollt hätte, hätte er zwei Klons schaffen können. Er hat aber Kain und Abel geschaffen. Und wahrscheinlich möchte er nur, dass Kain Kain wird und aufhört, Abel sein zu wollen. Der ganze Vergleich ist absurd. Nur so kann man dranbleiben. Ich bin kleiner als meine Schwester. Ich habe nicht die blonden Haare wie meine Schwester. Ich bin nicht so klug wie mein Bruder. Ich bin 2 Jahre jünger und er ist deshalb stärker. Bei jedem Vergleich werden Sie jemanden finden, der größer oder kleiner ist und werden ihn hassen oder verachten. Wann lernen Menschen mal vertrauensvoll unter dem Himmel ihre Augen auf sich selber zu lenken und zu glauben, sie werden angeschaut von einer Macht, die möchte, dass sie so sind, wie sie sind. Das heißt nicht, dass alles, was sie machen, richtig und gut wäre, aber dass sie im Hintergrund sich akzeptiert, sogar geliebt fühlen dürfen, berechtigt sind, aufwachsen dürfen wie die Blumen jetzt im Frühling. Kein Krieg wäre nötig, keine Konkurrenz mehr, keine Feindschaft mehr. Man könnte Zufriedenheit lernen und friedfertig werden. Das Glück ist tot, ist ja immer der Vergleich, wenn man das vielleicht auch so einen kurzen Satz zusammenbringen möchte. Tatsächlich ist das, wie ich ja schon gerade sagte, gerade in der heutigen Zeit mit dem Krieg, mit dem äußeren Unfrieden, besonders schwer, den eigenen inneren Frieden wiederherzustellen, gerade wenn auch die eigene Kindheit durchaus auch traumatische Erlebnisse bereithalten muss. Es muss ja nicht immer direkt ein Krieg sein, es können ja auch andere traumatisierende Erlebnisse in der Kindheit sein, die auch gar nicht reparabel sind. Es auch ja gar nicht darum geht, solche Dinge ungeschehen zu machen. Ich muss eins dabei sagen, wenn Sie so biografisch andeutend fragen. Für mich war nicht die Bunkerszene so eindrucksvoll. Ich kann sie Ihnen ehrlich erzählen, wie das war. Einer der Bunker war ersatzweise in Berchtesgaden im Amt eingerichtet. Da gab es halt einen Keller, in den man gehen konnte. Das eigene Haus war längst baufällig, da musste man evakuiert werden. In 3 Gebäuden sind wir da rumgezogen. Das war gegenüber der Ziegelei. Die hatte einen großen Turm. Das weiß ich noch, was das mir als Kind für
eine imposante Freude war zu sehen, wie der umkippte. Kinder haben nicht die Angst vor der Realität. Die Angst der Erwachsenen interpretiert die Realität und die kann Kindern Angst machen. Was mir Angst gemacht hat oder vielmehr, was mir entsetzlich wurde, war 1955, 56 die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Das ist mein Trauma, wenn Sie so wollen. Dass ein christlich sich gebender Staat mit Unterstützung der katholischen Kirche unter einem Papst, der in der Weihnachtsansprache erklärt, kein Katholik hat das Recht, den Wehrdienst zu verweigern, aufrüstet gegen Russland, das uns jeden Tag bedroht. Das ist mein Albtraum. Denn damals wusste ich, das werde ich nie tun. Ich werde niemals lernen, wie man auf Staatsbefehl Menschen tötet. Es kann sein, dass ich unglücklicherweise in eine Szene komme, wo ich auch nicht mehr weiß, was man tun kann, als mit aller Macht dazwischen gehen, egal wie es ausgehen wird. Kann ich nicht für garantieren, weiß ich nicht. Aber dass ich trainieren werde, wie man Menschen tötet, dass ich dabei die furchtbarsten Waffen in die Hand nehme, die in 2 Kilometer sicher treffen werden, um Menschenleiber zu zerfetzen, das alles werde ich niemals lernen und machen. Und es gibt keinen Befehl staatlicherseits, dem ich mich beugen werde. Das steht jetzt wirklich in der Bibel. Widersteht nicht dem Bösen. Tötet nicht, steht da. Es ist undenkbar, dass Jesus so etwas hätte billigen mögen. Dem gebe ich mich verpflichtet, seitdem ich angefangen habe zu denken. Der Albtraum ist damals, dass Millionen auf die Straße gingen, um das zu vermeiden. Wir haben noch keine 10 Jahre her, da haben wir die Knochen hingehalten für einen Krieg, der damals verdienstvoll geglaubt werden sollte, das Narrativ, die Deutschen sind die Besten. Es war ein Verbrechen, das haben wir begriffen inzwischen. Nicht aus Überzeugung, aber wir haben ihn verloren. Schon deshalb müssen wir sagen, es ist ein Verbrechen. Wir leben nur weiter, wenn wir richtig sind und geben zu, es war ein Verbrechen. 10 Jahre ist das her und jetzt soll es wieder losgehen. Wieder gegen Russland. Wann ist denn irgendwann mal Schluss? Dann kriegen wir mal Regierungen, die begreifen, dass Menschen zusammenleben sollen. Wir, die Bürger, tun das. Warum nicht unsere Regierenden? Russen sind auch nur Menschen. Selbst wenn sie hierhin kämen, würden wir mit ihnen Wodka trinken und sie wahrscheinlich nach Moskau zurückbegleiten. Das ist gerade in Österreich möglich gewesen. Österreich ist neutral geblieben. Aber Deutschland darf das nicht, weil wir es gar nicht durften. Parallel zur NATO hatten wir eine Geheimarmee Gladio. Deren Pläne kennen wir heute. Da stand Ollenauer, SPD-Chef, auf der Liste, wenn er an die Macht gekommen wäre, hätte er wahrscheinlich kein langes Leben mehr gehabt. Gesamteuropa wurde auf diese Weise ausspioniert, um zu vermeiden, dass irgendwo in Italien, in Griechenland Kommunisten an die Macht kämen. Das war parallel, amerikanische Europapolitik. Das alles weiß man heute. Damals wusste ich das nicht. Ich wusste nur für mich persönlich, was ich ablehne und nie tun werde. Aber dann orientiert sich natürlich die Lektüre der Zeitungen, die Wahrnehmung der Reden im Bundestag, die Verschiebung im Machtgefälle, die Wirtschaftspolitik, der Umgang miteinander zwischen den Staaten auf sehr merkwürdige Weise. Einen einzigen Höhepunkt könnte ich nennen, Egon Bahr. Das ist ein Außenminister, den ich hochgeschätzt habe, und der Willy Brandt, die Ost-West-Versöhnung. Egon Bahr verdanke ich den Satz, den ich nie vergessen werde. Politik, Diplomatie ist die Kunst, dem anderen die Wahrheit, die er ganz bestimmt nicht hören will, so zu sagen, dass er sie versteht. Ich habe eben gesagt, man muss die Angst des anderen verstehen. Wir können das bei jedem Hund, bei jeder Katze, wie sie uns anblickt. Über Millionen von Jahren der Säugetierevolution sind wir noch verbunden in Gefühlen. Warum nicht bei Menschen? Übrigens, es gibt einen fantastischen Film, Angriffsziel Moskau heißt der, ein Schwarz-Weiß-Film. Da kommt beim Strategic Air Command eine Staffel aus dem Ruder. Ist so eingerichtet, dass vom Boden keine Befehle mehr akzeptiert werden, aber sie liest aus den Anweisungen, sie muss Moskau angreifen mit Atomwaffen. Dann ist klar, dass Russland mit Atomwaffen antworten wird. Das soll verhindert werden. Der amerikanische Präsident will unbedingt den russischen Präsidenten sprechen. Das ist ein Irrtum, es ist kein Angriff. Das wird passieren, die Staffel können wir nicht mehr zurückholen. Die Atombomben werden auf Moskau fallen, aber bitte glauben Sie uns, das ist ein Irrtum. Das Spannende an dem Film ist, dass der amerikanische Präsident den Dolmetscher
darum bittet. Sie dürfen nicht nur übersetzen, was er sagt. Sie müssen seine Gefühle übersetzen. Ich muss verstehen, wie er fühlt. Das ist die Bedingung des Friedens. Im Kalten Krieg konnte man sehen, was man brauchen würde. Nichts davon hat man gelernt. Das ist das, was mich wirklich quält. Das alles wäre vermeidbar. Seit den Tagen Jesu wüsste man, wie man es vermeidet. In Wahrheit waren die Leute, die den Frieden wollten, gefährlich. Staatsfeinde wurden ermordet. Mahatma Gandhi, als er betete für Hindus, Muslime und Christen, ermordet. Martin Luther King, als er gegen den Vietnamkrieg war, dass man die Urwälder entlaubt mit Dioxin, halt ihrem krebserzeugenden Agent Orange, dass man 2 Millionen Menschen ausrottet, indem man sie mit Napalm abfackelt, schlimmer als in nächsten Prozessen. Luther King war dagegen und vor allem das Fabie. Gott, der Schrott war, den man an die Front werfen konnte, in einem Krieg, der unsinnig war. Es ging überhaupt nicht um Freiheit, es ging um Neokolonialismus in der Erbschaft der Franzosen, sagte er und wurde ermordet. So können wir dranbleiben. Karl von Ossietzky wollte nur Frieden. Seine letzten Worte im Konzentrationslager waren, als das DRK ihn besuchte, sie wollte doch nur Frieden. Kaum waren die Nazis an der Macht, war der erste Goebbels-Spruch, die rote Judensau gehört ins Konzentrationslager. Frieden ist gegen die Staatsphilosophie eines jeden organisierten Staatswesens, das sich nur gründet auf Angst und Gewalt. Von innen her müssten wir den Staat erlösen zu dem, was menschlich wäre. Wenn du die Weltmacht hast, verlierst du dich selber. Was nützt es dem Menschen, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber Schaden an deiner Seele, dich selber, verlierst? Man kann das auch auf Russisch sagen. Mit der Lüge kommst du um die ganze Welt, nur nie bei dir selber an. Das heißt dann, glaube ich, auch, wenn die Lüge oder die Lüge geht einmal um die Welt und da ist, glaube ich, die Wahrheit, zieht sich, glaube ich, erst noch die Schuhe an. Sinngemäß heißt das ja auch. Die Lüge ist immer schneller. Ja. Und sie hat nicht so kurze Beine, wie man es gerne hört. Bis heute ist sie sehr erfolgreich. Kein Krieg ohne Lüge. Wie gelingt uns da die Abgrenzung? Wie gelingt uns da die Abgrenzung nach außen hin? Wie finden wir eine hilfreiche Distanz, um auch wieder in die Introspektive zu gehen? Was bietet da die Theologie, was bietet da die Psychoanalytik an, um uns selbst auch wieder zu spüren und nach innen zu schauen? Das ist eine schwierige Mischung, wenn Sie sagen Psychoanalyse und Theologie. Ich habe versucht, beide in eins zu setzen. Ich war mal Priester und habe eigentlich nie aufgehört, Seelsorge zu treiben. Das war der Grund, warum ich überhaupt Priester geworden bin. Ich wollte Menschen helfen, gegen ihre Angst im Vertrauen auf die Botschaft Jesu, sich selber zurückzugewinnen. Und gelernt, dass die Psychoanalyse dabei unerlässlich ist. Sie ist atheistisch in der Theoriebildung Sigmund Freuds, aber sie ist äußerst hilfreich, Ängste zu verstehen, viel tiefer als wir im Bewusstsein, im Reflektieren sie wahrnehmen würden. Und in den Abgrund der Angst muss man hineinschauen und dann wird man feststellen, die menschliche Existenz ist wie ein Hochhaus. Im Keller sind Ängste, wie die Tiere sie auch haben. Da ist der Kampf ums Überleben, von dem wir vorhin gesprochen haben. Reflexe der Aggression oder der Flucht, automatisiert im Erbgedächtnis der Arten. Ein Stück höher haben wir die Auseinandersetzung mit Menschen. Und dann lernen wir als Kinder, dass tödlicher als der Tod sein kann, die Ablehnung der Mutter oder die Aggression des Vaters. Strafe kann so vernichtend sein, dass das gesamte Grundlagengefühl berechtigt zu existieren erschüttert oder zerstört wird. Dann lernen wir, dass Menschen Menschen nicht nur als bewaffnete Soldaten oder als Kriminelle, sondern als Personen alles zerstören können mit einem einzigen Wort der Verachtung, der Vernichtung, auch der Lüge, der Enttäuschung. Jemand hat geglaubt an die Liebe eines Menschen, der ihm alles war. Und dann entdeckte er, das war nur ein Trick.
Der andere wollte eine Karriere auf den Schultern des anderen machen. Dann wurde er überflüssig. Dann war er erledigt. Hinter so etwas zu kommen, ist die Zerstörung eines Zentrums, das sich gerade energetisch gebildet hat um eine Person des Vertrauens. Das ist nicht irgendetwas. Und danach haben wir jetzt Traumabearbeitung nötig. Selbstmordfantasien entstehen da. Schwere Krisen der Ich-Identität. Wer bin ich überhaupt? Wie war es möglich, blind Vertrauen geschenkt zu haben? Was muss ich tun, um nie wieder in die Situation zu kommen? Aber dann darf ich niemanden mehr lieben, weil jeder kann ja, wenn sogar dieser Mensch lügen kann, ebenfalls lügen. Es gibt überhaupt keine Sicherheit mehr. An all den Stellen käme jetzt in der Arbeit an solchen Ängsten eine neue Dimension zum Vorschein in der Existenz, die in Freiheit und Persönlichkeit Angst bereitet. Wer warst du denn, dass du dachtest, der andere ist die Grundlage deines Lebens? Es ist sehr verständlich, wie du groß geworden bist, dass du nie Liebe erfahren hast und endlich suchtest. Klar war das so. Aber noch einen Schritt weiter. Du bist doch nicht erst liebenswert, weil du diese Freundin hattest oder diesen Freund. Du bist doch du. Wir beide reden jetzt miteinander und ich sehe, wie viel Wert in dir selber liegt, auch in deinem Leid. Du glaubst immer noch an Liebe, obwohl sie verraten wurde. Du leidest am Verlust der Liebe durch eine Lüge. Also suchst du Wahrheit, suchst du Treue, suchst du etwas fast Romantisches, was es heute kaum noch gibt, dass die Verbindlichkeit unter Menschen eine Grundlage zu gemeinsamer Existenz sein könnte. Aber dann brauchen wir noch was Neues, nämlich dass es dich erstmal gibt als liebenswert. Du hast gedacht, das macht der andere. Indem er dich lieb hat, glaubst du, dass du liebenswert bist. So rum ist es aber nicht. Du bist nicht erst ein Mensch, weil der andere es dir gesagt hat. Du bist es in dir selber. Das müssen wir jetzt hinkriegen. Und schon habe ich das Problem als Seelsorger oder Psychotherapeut, dass ich an den anderen mehr glauben muss, als er selber je an sich geglaubt hat. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Er geht durch die Tür hinaus und ist vielleicht immer noch selbstmordgefährdet. Er kommt wieder in ein paar Tagen und ich weiß nicht, als was er wiederkommt. Ich kann nur hoffen, ich kann ihn begleiten innerlich, ich kann für ihn beten, ich kann darauf vertrauen, egal was passiert, ist in den Händen einer Macht, der ich zutraue, dass er möchte, dass diese Person existiert. Aus ihr ist er hervorgegangen, dieser andere Mensch. Und nur im Vertrauen auf etwas, das ich nicht sehe, komme ich dahin, dabei zu bleiben. Schaffe ich die Überzeugung, dass Menschen zuverlässig sein könnten. Sie sind es nicht an sich, sie brauchen einen Halt, der ihnen die Zuverlässigkeit ermöglicht. Und das kann ich vielleicht ein Stückchen weitergeben. Eigentlich nur so rum. Im Bild gesprochen, ich setze mich mit jemandem in einem ziemlich morschen Kahn und will damit aufs hohe Meer hinausfahren. Wir kennen nicht den Hafen. Wir wissen nicht genau, wie lang das werden wird, was hinterm Horizont noch ist. So wenig wie Magellan, als er ausfuhr, die Terra-Mündung hinab, um die Welt zu umrunden. Er hatte keine Ahnung, wie lang der Pazifische Ozean werden könnte. Wir müssen durchhalten. Wir sehen die Sternbilder und wir können uns orientieren am Himmel. Und dann gibt es keinen drinnen mehr. Ich sitze mit dem anderen in seinem Boot und da komme ich nicht mehr raus, solange die Fahrt jetzt dauert. Das ist, was ich gerne Psychotherapie nenne. Es muss eine Verlässlichkeit her, die ich menschlich nur versprechen kann, indem ich glaube an viel mehr, als Menschen von sich her könnten. Das ist ein Unterschied auch gegenüber der Psychoanalyse, wie Freud sie definiert hat. Da käme im besten Falle herum, dass man lernt, genussfähig zu sein, auf normaler Weise liebesfähig zu sein, eine schöne Frau, ein netter, kraftvoller Mann. Sexuell glücklich zu sein, die Steuern zu bezahlen, arbeitsfähig zu bleiben, mit gewissen Krisen umzugehen. Das wäre es denn aber. Wir hätten am Ende einen Bürger, der bei der Narrativausgabe der richtigen Meinung kopfnickend mitmachen wird. Das ist jetzt nicht, was Sie eben nannten, Hannah Arendt, die Bosheit eigentlich der Schreibtischtäter. Das ist die Gedankenlosigkeit der Mitmacher als Bürger. Der Mangel und der Ausfall, eine Persönlichkeit zu bilden, mit dem Risiko der Angst, eine Verantwortung für sich als Individuum auf sich zu nehmen, etwas falsch machen zu können und dafür gerade stehen zu sollen. Man hat sich geirrt. Übrigens etwas bei jedem Menschen, der
mit einem innigst verbunden war und vielleicht schon von uns gegangen ist, werden solche Gedanken sein, was hat man alles falsch gemacht? Da hat doch der Mann das sagen wollen. Und jetzt, 20 Jahre später, verstehe ich, Idiot, dass er es hat. Damals hat er das gemeint. Das war sein Angebot. Ich war damals überhaupt nicht aufmerksam. Ich hatte ganz andere Gedanken. Ich habe es aufgeschnappt, ja, das weiß ich heute noch, aber nicht zugeschnappt. Ich habe nicht begriffen. Das kann einem leid tun. Verpatzte Gelegenheiten durch mangelndes Zuhören. An solchen Momenten reift man dabei, man kann sich vornehmen, beim nächsten Mal werde ich sowas nicht mehr überhören. Auf die Andeutungen mehr achten, aussprechen lassen, statt dazwischen zu gehen. Genauer, sensibler, feiner in den anderen mich hineinfühlen. Aber das ist ein Reifungsprozess, wir sind nur Menschen. Also kann man dem anderen auch nur anbieten, was man anzubieten hat, im Vertrauen, dass es sich vollendet anderswo. Ja, die Angst des Menschen ist etwas, was Sie gerade auch im kurzen Vorgespräch ja Ihr Leben lang persönlich begleitet hat. Und bei all dem äußeren Unfrieden, bei all dem Krieg, was Sie schon selber in frühester Kindheit miterlebt haben, ist es ja beachtenswert, bemerkenswert, wie Sie selber da Ihren eigenen Weg gefunden haben mit der Theologie, mit dem Studium der Theologie. Sie hatten ja, glaube ich, auch erst überlegt, Medizin zu studieren, aber Sie waren da immer dem Menschen hingewandt und haben da, glaube ich, auch viel Inspiration durch Albert Schweitzer erfahren. Das ist vielleicht zu sagen für unsere Zuschauer. Albert Schweitzer war nach dem Krieg, also in den 50er Jahren, obwohl er aus dem Elsass kam, so etwas wie die nationale Rechtfertigung. Er sprach Deutsch, er wurde als Deutscher wahrgenommen in seinen Büchern, die Leben Jesu-Forschung, auch als Theologe, als Orgelspieler und als Arzt dann. Es war das Vorbild, dass man Jesus nicht nur interpretiert, sondern das Ende des zweiten Bands der Leben Jesu-Forschung bei Albert Schweitzer heißt, sinngemäß, wir können Jesus mit vielen Namen benennen, die alle historisch bedingt sind und sich überlebt haben. Aber unter allen Namen steht er am Gestade des Sees von Genezareth und spricht zu dir das Wort, folge mir nach. Und was heißt das jetzt? Albert Schweitzer hatte irgendwann wie eine Trance- oder traumähnliche Erfahrung. Es bedeutet, dass er auf den Lehrstuhl der Exegese Verzicht tut und Menschen aktiv hilft. Da, wo sie am ärmsten sind, in Schwarzafrika. Also muss er etwas studieren, das ihm gar nicht liegt, nämlich Medizin. Und anwenden, da, wohin er auch noch nicht gehört, nach Lambarene. Das war nach dem Krieg das Beispiel, wie man im Verständnis der Botschaft Jesu Frieden bereitet, menschlich wird, dem ganzen Irrsinn abschwört. Albert Schweitzer übrigens wurde auch berühmt durch seinen Protest gegen die Atombombe. Die beiden Alberts, Albert Einstein und Albert Schweitzer, waren gemeinsam. Das war die CIA, die fertig bekam, Albert Schweitzer das Leben schwer zu machen, indem sie erklärte, narrativ, er hat ein Röntgenapparat irgendwo im Busch verschrottet und er strahlt noch. Dieser Mann, der uns verbieten will, die Wasserstoffbombe herzustellen, auf dem Bikini-Atoll, die Kraft der Sonne auf die Erde zu holen und physikalisch unbegrenzt als Sprengladung zu nutzen, durch Fusion von Wasserstoff in Helium. Dieser Mann verstrahlt die Leute, die er zu behandeln vorgibt. Das alles konnte man sagen, um die Atomrüstung damals voranzutreiben. Und ein Mann, der nur den Frieden wollte, moralisch zu diffamieren. Es gibt einen Film damals, mir in Erinnerung, es ist Mitternacht, Dr. Schweitzer. Da gibt es eine Szene, wo er mit einem Eingeborenen zu sprechen kommt auf das, was in Europa gerade passiert. Der Erste Weltkrieg ist furchtbar. Tausende werden sich ermorden.
Und dann sagt ihm der Schwarzafrikaner: Massa, das ist unmöglich, so viele kann man gar nicht essen. Und Albert Schweitzer dankt ihm für das Wort. Die Kannibalen sind bessere Menschen als die zu Soldateska kommandierten Massenmörder. Die töten wenigstens, weil sie Hunger haben oder aus rituellen Gründen. Aber doch nicht im blinden Wahnsinn, in Preisgabe ihrer ganzen Personalität. Sowas habe ich damals gelernt und das war mir ganz hilfreich. Und wenn Sie auf die Theologie zu sprechen kommen, noch viel mehr auf Søren Kierkegaard. Kierkegaard war derjenige, der mir beibrachte, dass man Jesus verstehen kann, eigentlich nur indem man es lernt, ein Einzelner zu werden. Die Angst, die dazu gehört, ein Einzelner zu sein, überwindet in Vertrauen. Und dass man die Botschaft Jesu nie anders verstehen kann als äußerste Herausforderung an die bürgerliche Gesellschaft, die zum Schein sich christlich nennt und kirchlich aber alles andere daraus macht. Nichts stimmt, eine einzige Lüge. Das habe ich tief in mich aufgenommen. Und ich konnte es dringlich gebrauchen, als der Papst erklärte, kein Katholik hat das Recht, den Wehrdienst zu verweigern. Ich nehme mir das Recht, Eure Heiligkeit, konnte ich nur sagen. Das konnte ich von Kierkegaard lernen. Eine Kirche, die mir verbietet, das zu tun, was ich als Jesu Botschaft im Neuen Testament lese, kann ich nur kritisch erstmal sehen. Ich sage nicht, sie macht alles falsch, sie hat mir viel beigebracht und ich bin ihr dankbar in vielem, aber ich muss selber nachdenken. Das darf sie mir nicht abnehmen mit Unfehlbarkeitsansprüchen. Wie viel Mut, wie viel Kraft muss dazugehören, wenn jemand wie Sie, der selber so viel Kraft selber auch aus der Bibel und aus dem Studium von Jesus Christus selber auch gezogen hat und selber so viele Konflikte auch mit der Kirche, mit der katholischen Kirche ausgetragen hat, ihm die Predigererlaubnis entzogen wurde. Was gehört dazu, um dann selber noch dann mit 65 Jahren, mit ihrem 65. Geburtstag zu sagen, ich trete aus der Kirche aus? Es ist jetzt schon bald wieder 20 Jahre her, aber es ist alles so passiert. Und es ist viel einfacher, als Sie denken. Wir haben eben gesagt, man darf sich nicht umschauen, wer sind die anderen, wer müsste ich sein, um mitzuhalten, bin ich besser oder schlechter als der andere, wie beim Fingerhakeln kann ich über den Tisch ziehen, wie setze ich meine Kraft ein, um ihn zu überwinden und niederzumachen, damit ich selber größer werde. Wenn man den ganzen Spuk mal als Irrtum oder als Irreführung begreift, hat man eine gute Chance, bei dem zu bleiben, was man selber für wahr hält. Und das auch, so gut es irgend geht, wird man versuchen können zu leben. Der Vorteil dabei ist, man hat eine gewisse Identität und Authentizität. Auch da gibt es schlimme Irrtümer. Man macht nicht alles richtig. Es gibt vieles, was man sehr bereuen mag. Aber immerhin kann man denken, das ist einigermaßen der richtige Weg. Und dabei ist die Orientierung an dem Beispiel Jesu mir überaus wichtig. Das Entscheidende aber ist dabei zu lernen, dass es keinen Sinn macht, Erfolg haben zu wollen. Sobald Sie damit anfangen, sobald Sie politisch denken und Macht wollen, müssen Sie strategisch vorgehen. Wen schalten Sie aus, wen schalten Sie ein? Wie instrumentalisieren Sie Ihre Mitmenschen? Für welche Zwecke? Sie sind dauernd unterwegs, um irgendwas zu verkaufen oder einzukaufen. Sie sehen nicht mehr Menschen. Auch das ist das Wunderbare an der Botschaft Jesu oder an dem, was ich für Seelsorge oder Psychotherapie verstehe. Der Satz von Immanuel Kant ist absolut richtig. Die ganze Moralität besteht in dem Satz, ein Mensch ist zu betrachten stets als Zweck an sich selbst, nie als Mittel zum Zweck. Die ganze Schöpfungstheologie besteht darin, jeden Menschen zu sehen als ein Kind Gottes und die Menschen untereinander als Brüder und als Schwestern. Und jeder hat seinen absoluten Wert. Der kommt ihm nicht zu, weil er verwendbar ist. Die Frage ist nicht, was mache ich jetzt mit dir, um meine Rendite zu steigern? Oder wie bist du mir nützlich, um mit dir angeben zu können? Oder wie kriegst du den Beruf, damit ich als Vater stolz auf meinen Sohn sein kann? So verformt das Menschen und führt nie dahin, dass sie sie selber werden. Also müssen sie jeden Gedanken an Erfolg, an Durchsetzung, an Strategiepapiere drangeben. Es stimmt nur, was wahr ist, was sich menschlich bewährt.
Also geht es nicht mehr darum, einen Ruf zu verteidigen, einen Ruhm zu erwerben. Es gilt zu tun, was Menschen hilft, was in dem Sinne menschlich wahr ist. Punkt. Der Grund übrigens, warum ich mit der Kirche in Widerspruch geraten ist, lag an genau der Stelle. Ich habe von der Psychoanalyse auch gelernt, wie man Träume interpretiert, wie man Märchen auslegt, wie man ganze Teile der Bibel symbolisch verstehen muss, nach innen also zieht, nicht als äußere Wahrheit dogmatisiert und historisch fixiert, sondern als Erleben im eigenen Dasein bildhaft für sich verstehen und nutzen kann. Das alles kam den verfassten Theologen unheimlich vor, das wollten sie nicht verstehen. Schon das, worüber wir sprechen. Menschen machen alles falsch aus Angst. War Thema meiner Habilitationsschrift, Strukturen des Bösen. Die ersten Kommentare waren, nein, nein, Menschen haben Angst, weil sie sündigen, aber die sündigen doch nicht, weil sie Angst haben. Ganz falsch. Ich muss zugeben, das hatte ich von Kierkegaard gelernt. Das war noch nicht einmal mein eigener Einfall, aber ich hatte ihn konstruktiv weiterentfaltet, verbunden mit der Psychoanalyse, der Exegese, der Philosophie, alles schön beieinander. Für mich ist das ganz wichtig. Menschen machen etwas falsch, weil sie Angst haben. Natürlich gibt es Triebtäter, aber selbst die haben eine Geschichte. Sie können nicht lieben, also brauchen sie Gewalt, um das, was sie begehren, statt zu lieben, sich anzueignen. Das ist eine Perversion entstehend aus Angst. Das kann man aus der Neurosepsychologie lernen. Die Verformungen geschehen in Angst. In der Existenzphilosophie kann man das zeigen. Der ganze Lebensaufbau wird verformt durch falsche Fragen im Hintergrund von Angst. Ich könnte die Bekehrungsgeschichte des heiligen Paulus erzählen. Man will alles richtig machen. 613 Gesetze des Moses werden eingehalten, weil ich ein Pharisäer bin, geboren in Tarsus und erzogen bei Gamaliel in Jerusalem. Und es kommen noch 2000 Zusatzkommentargesetze hinzu und die halte ich auch ein. Und so getreu bin ich zu Gott, dass ich abends nicht schlafen gehe, ohne mir Rechenschaft zu geben. Habe ich die Gesetze ein? Ich hab's. Dann kann ich schlafen. Oder ich stehe noch mal auf und mache ein paar Gebete hinterdrein, damit es sich vervollständigt. Was Paulus nicht gemerkt hat, ist, dass die ganze Beziehung zu anderen Menschen, psychoanalytisch gesprochen würde man sagen, durch eine Zwangsneurose verformt ist. Ich sehe nicht die anderen Menschen, sondern zwischen uns beiden schiebt sich augenblicklich die Ghettowand der Beurteilung. Das Gesetz, richtig oder falsch? Wie verhält er sich? Stimmt das überein oder nicht? Bin ich mit ihm zusammen als richtig oder muss ich ihn ausgrenzen als falsch? Das ist so unbarmherzig, dass Paulus, der es nur gut meint, potenziell zum Mörder wird. Er wird alle Leute, die an Jesus, den Gekreuzigten, den Mosesverdreher, den Schwarzmagier, wenn er Kranke geheilt hat, den Gotteslästerer, nach Damaskus melden, um Frauen und Kinder anzuzeigen. Das ist auf den Tod. So kann Paulus sein, bis er zusammenbricht, ein quasi epileptischer Anfall, der ihm zeigt, es ist alles falsch. Die Menschen sitzen nicht hoch zu Ross und sind ihres Schicksals Herrn. Sie sind armselig dran, sie haben nicht mal ihren Körper im Griff. Sie winden sich im Staub und sie wissen nicht, wer sie selber sind. Da redet plötzlich Jesus. Warum verfolgst du mich? Und Paulus begreift, das hat der Mann gesehen. Da wurde er zum Gegner der Pharisäer, auch mein eigener, deshalb hasse ich ihn ja so. Und er hat völlig recht, er ging zu Leuten hinaus, deren Leben zerbrochen schien. Verlorene Schafe, Huren, Zöllner, Bettler, das ganze Gesocks, die brauchen Hilfe, aber nicht Verurteilung. Da hat er recht. Menschen leben nicht aus Gesetzen, sondern Gnade. So wäre es denn doch. Das wollte ich eigentlich der Kirche sagen. Eure Moraltheologie müsste sich ändern, eure Exegese müsste sich ändern, eure Dogmatik müsste sich ändern. Damit die Menschen damit leben können, damit es denen eine Hilfe ist, damit sie verstehen, was Jesus meint. Und das ging gar nicht. Ich will die Leute jetzt nicht nennen, die das als Erste herausgefunden hatten, aber die waren erfolgreich in ihrem Sinne und mir hat das wenig ausgemacht. Ich glaube an Christus oder an die Botschaft Jesu. Ob die Kirche daran glaubt, muss sie selber wissen, kann ich nicht entscheiden. Aber dass sie manchen Menschen
im Wege steht auf dem Weg zu Jesus, das quält mich und deshalb arbeite ich ziemlich tüchtig, schreibe ein Buch nach dem anderen, alte Vorträge, um das wenigstens in der Öffentlichkeit und dann in Einzelgesprächen auszugleichen. Den Menschen fehlt das, was Jesus wollte, und die Kirche hat kein Recht, sich selber zu verwalten und die Menschen davon fernzuhalten, durch ihre führende und von den Menschen selber wegführende Erklärung. Viel Strafangst spielt da eine Rolle. Gott, der Gerechte, wird natürlich strafen. Meine Überzeugung ist, Jesus hat einen Gott gelehrt, der niemals straft, der dabei bleibt wie eine Mutter. Was du jetzt machst, ist nicht richtig, aber natürlich habe ich dich lieb. Du bist mein Kind. Also dies jetzt gefällt mir gar nicht, mein liebes Bürschchen, aber wie wir zueinander sind, weißt du. Meine Liebe geht dir nie verloren. Das wird jedes Kind seinen Eltern zutrauen und das wollte Jesus, dass wir uns allen in Bezug zu unserem gemeinsamen Vater im Himmel genau das zutrauen. Also wenn das die Kirche bedroht, indem sie ihre Angstmacht verliert, dann kann ich es nicht ändern. Dann ist das so. Habe ich aber nichts dann zu bedauern, es quält mich nicht, sondern mich quält zu sehen bei den Menschen, die dann zu mir kommen mit unendlichen kirchenbedingten Ängsten. Da versuche ich ein bisschen nachzuarbeiten. Herr Dr. Drebermann, wir haben bei der Frage nach einem Gelingen für inneren und äußeren Frieden jetzt einen sehr großen Bogen gespannt, haben bei ihrer Kindheit angefangen und sind bei ihrem heutigen Wirken sind ja noch sehr produktiv als Seelsorger und auch als Schriftsteller und haben einen großen Bogen beschrieben, auch weltpolitisch, und dafür sind sie ja bekannt auch als fortwährender kritischer Mahner, nicht nur als aktives Mitglied der Friedensbewegung, sondern eben auch als Kritiker der Friedensbewegung an sich. Auch haben Sie gerade ja deutlich auch gezeigt. Ich persönlich. Also nochmal so, das ist jetzt wichtig, damit wir uns nicht missverstanden fühlen. Ja. Die Friedensbewegung hat mit Angst argumentiert. Mhm. Und eigentlich ist sie dabei stehen geblieben, politisch zu argumentieren. Mhm. Beides ist dialektisch und kann schnell ins Gegenteil gedreht werden. Die Angst hatten wir bei der Dislozierung der Pershing II, dass Deutschland zum Schlachtfeld wird, beim atomaren Schlagabtausch der Großmächte. Das war eine reale Angst, das konnte man nicht wünschen. Also hatten wir eine Friedensbewegung mit 200.000 Leuten in Bonn, die zusammenströmten und dagegen waren. Hat nicht viel geholfen, aber so war das psychologisch. Es ist ein schlechtes Argument mit Angst. Als wir ab 2001 zum Ersatz für den Zusammenbruch des Sowjetimperiums neue Gegner brauchten, um die NATO zu rechtfertigen, hatten wir den Islamismus, dann hatten wir den Terrorismus. Und jetzt hatten wir Angst. Es genügte ein einziger Anschlag irgendwo. Es war Grund, immer Angst zu haben. Auf jedem Bahnhof, ein Koffer, der da stand, konnte uns Angst machen. Wo kommt der Koffer her? Der Bahnhof wurde hier in Paderborn abgestellt, weil da ein Koffer stand. Es war nichts drin, aber Angst war, permanent Angst. Und plötzlich müssen wir einen Krieg führen gegen den Terrorismus global. Ab 2001 haben wir einen Drohnenkrieg aufgebaut. Wie viele? 10.000, 50.000 Menschen sind dabei ermordet worden, an jedem Gesetz vorbei, präventiv, auf Verdacht hin. Jemand geht dreimal in ein Café, wo man einen vielleicht schon verdächtig überführten Terroristen ahnt, da ist er konspirativ, also verdient er, ermordet zu werden mit einer Drohne. Plötzlich haben wir keine Friedensbewegung dagegen. Klar, wir demonstrieren in Ramstein, aber wenn die deutsche Regierung gar nicht weiß, dass da Drohnenmorde abgefeuert werden, wenn Obama sagt, vom deutschen Boden gehen keine Raketen aus, hat er ja recht, es gehen nur die Befehle zur Steuerung der Raketen aus. Doublespeak, ist die Friedensbewegung eigentlich ohnmächtig. Sie kann nicht mehr mit der Angst argumentieren. Auch sehen wir ja die Opfer nicht. Wir sind ja keine Drohnenpiloten, dass wir plötzlich traumatisiert werden, wenn wir sehen, wie da plötzlich eine ganze Familie mit der Hellfire-Rakete in die Luft gejagt wird. Geht uns nichts an, wir haben ja unsere Sicherheit. Mit einem Wort, die Argumentation der Angst ist sofort umdrehbar in ihr Gegenteil. Und was wir jetzt erleben, ist die Wiederauflage. Ganz Russland bedroht uns. Um der Sicherheit willen müssen wir aufrüsten, grenzenlos aufrüsten. Und haben Geld für nichts. Hier in Paderborn ist ein Krankenhaus, das etwa 50% der Betten leer hat aus Mangel an Personal.
Tja, so können wir jetzt dranbleiben. Das ist eine Kurzaufnahme des Gesundheitszustands, den wir nach 2,5 Jahren Pandemie haben. Abbau von Pflegekräften, Abbau von Krankenhauskapazitäten. Hier die Bertelsmann-Stiftung hat gerade empfohlen, bevor es noch losging, vor etwa 3, 4 Jahren, dass man die Krankenhäuser 50% runterfahren könnte, besser verseucht, digital kann man das auch machen und so weiter. Wir leisten uns den reinen Spuk, weil wir nicht die Probleme da ansiedeln, wo sie wirklich sind. Und zum Thema Frieden nun das andere Argument, wir drehen uns nach den politischen Machtverhältnissen. Auch das ist ein Fehler, ein Grundfehler. Pazifismus ist eine grundsätzliche Stellungnahme. Sie ist nicht zu begründen aus einem strategischen Erfolgsdenken. Dann können wir unsere Position dem anderen besser unterschieben. So haben wir es ja gehabt. 1989, der Vorschlag von Gorbatschow wurde quittiert von Baker. Die NATO dehnt sich nicht 1 Zentimeter nach Osten aus. Wird heute gelogen, dass das nicht gewesen ist. Die Papiere liegen vor. Kohl hat in Moskau das sogar nochmal wiederholt. Genscher hat darüber nachgedacht, ob die neuen Bundesländer von jeder militärischen Nutzung ausgenommen blieben. Das war der Zustand 89. Daraus geworden ist schon 91 mit dem Krieg am Golf strategisch genau das Gegenteil, weil die Neokonservativen ein 21. amerikanisches Jahrhundert wollten. Und da sind wir gerade bei. Die Friedensbewegung kann jetzt historisch daran arbeiten, kann Amerika kritisch arbeiten, kann politisch argumentieren. Raus aus der NATO ist ein sinnvolles Projekt in dem Zusammenhang. Aber es ist kein wirklicher Pazifismus. Pazifismus besteht darin, den Frieden unbedingt zu wollen, als einzige Form der menschlichen Begegnung und alles andere auszuschließen. Es geht nicht mehr um Macht, es geht nicht um Erfolg, es geht nicht mehr um Geld, es geht nicht mehr um Einfluss, es geht nicht um Herrschaft. Es geht simpel um die Frage, wie begegnen wir uns als Menschen? Im Übrigen lerne ich dann aus dem Neuen Testament, man kann grandios scheitern. Soweit ich weiß, hat Jesus knapp 2 Jahre lang gelebt und ist dann gekreuzigt worden. Als Gegner von allem. Die Römer wollten, dass er stirbt. Die Pharisäer wollten, dass er stirbt. Er hat lediglich Menschen geholfen, Kranke geheilt, Verzweifelte mit Mut erfüllt, Blinden die Augen geöffnet, Gott nahegebracht und uns gelehrt zu beten, dein Reich komme. Die frühen Christen, die das beteten, fügten hinzu, vergehen möge diese Welt. In dem Johannesevangelium ist sie gekennzeichnet durch Lüge, Dunkelheit und Tod. Das muss mal ein Ende haben, fand Jesus. Und das ist alles wert, nicht weil man dann Erfolg hätte, aber weil es richtig ist. Ja, das sind auch nochmal schöne Schlussworte, wenn ich jetzt mal so zu unserem Danke. Ende eben überleiten darf. Tatsächlich sind in Ihren Gesprächen immer sehr viele Informationen drin, die man auch nochmal für sich erstmal wirken, erstmal klingen lassen muss. Da ist kein einzelnes Wort zu viel, da ist jeder Satz gefühlt druckreif. Und da spricht natürlich die enorme Erfahrung und natürlich auch Hingabe zu dem Thema, was Sie bewegt. Herr Dr. Drewemann, zum Thema innerer und äußerer Frieden haben wir, wie ich finde, ein sehr schönes, ein sehr persönliches Gespräch geführt. Sie haben Ihr Thema, Ihr Lebensthema Angst, wie ich finde, sehr beeindruckend auch dargelegt und was dazugehört für jeden Einzelnen, um überhaupt wieder ja, in den inneren Frieden zu kommen, um auch selber auch Vertrauen in sich selbst, in den anderen zu gewinnen. Ich erzähle vielleicht noch für die Leute, die uns zuhören und dann mit sich allein nach Hause gehen, 2 Geschichten, die hilfreich sind zum Umgang mit Angst und zum Frieden mit sich selber. Es wird erzählt, dass ein Mann über Land ging, die Sonne stand am Himmel und er sah seinen eigenen Schatten. Der machte ihm Angst. Der Mann lief, der Schatten mit. Der Mann lief schneller, der Schatten auch. Der Mann lief so lange, bis er zusammenbrach.
Auf die Idee, sich unter einen Baum zu setzen und in dessen Schatten auszuruhen, kam er nicht. Die erste Geschichte. Was ich Glauben nenne, wäre genau das, innezuhalten im Schatten eines Baumes, sich behütet zu fühlen. Schluss mit dem Weglaufen. Standhalten. Die zweite Geschichte hat mit dem Bild des Schattens zu tun. Wir haben meistens Angst vor uns selber, vor der Unheimlichkeit bei allem, was wir nicht kennen. Was selbst wenn wir gut sein möchten, gegenteilige Strebungen hervorruft, Zwiespältigkeiten weckt. Es gibt im Chassidischen, nur da, nicht im übrigen Judentum, eine Lesart, die nur eigentlich für Hebräer verständlich ist. Jeder kennt, der uns jetzt zuhört, den Satz, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Die Frage ist jetzt, was heißt wie dich selbst und wie ist der Maßstab? Das Problem ist ein hebräisches. Der nächste ist Reacha. Das andere Wort, das man mit den Radikalen genauso schreibt, man schreibt eben ursprünglich in der Bibel keine Vokale mit, sondern nur Radikale, so viel wie Konsonanten in etwa, ist Ra, das ist das Böse. Die Vokalisation hat man vorgenommen um 800 nach Christus in der tiberiensischen Punktation. Das sind lauter Pünktchen, die man unter die Radikale gebracht hat. Und dann kann man beides eigentlich lesen. Man kann sagen, statt Racha, Racha. Dann würde es heißen, du sollst dein Böses lieben als dich selber. Integriere das Böse in dir, weil es gehört zu dir. Und nur wenn du es anerkennst, akzeptierst, entfaltet es nicht mehr die zerstörerische Kraft, du integrierst es. Psychoanalytisch können wir Besseres gar nicht wünschen, aber es ist ein religiöser Auftrag. Leb mit deinem Schatten, integriere ihn. Bekämpf es nicht länger, denn was du in dir bekämpfst als das Böse, wirst du projizieren auf deinen Gegner. Dann siehst du nicht den Balken im eigenen Auge, aber den Splitter im Auge des anderen musst du ausreißen. Und du wirfst ihm nur vor, was du selber willst, nur weißt du es nicht. Liebe dein Böses als Teil deiner selbst. Chassidisch. Herr Dr. Drevermann, vielen Dank für das schöne und inspirierende Gespräch. Dankeschön, Herr Krieger. Ich freue mich, dass wir so am Sprechen können. Schönen Dank.